Was mich interessiert, ist schon, dass wir in Secrets den Stern würde ich noch ganz gerne hier machen, bevor wir die Welt dann das erste verlassen. Auch einfach aus dem Grund, dass die 100 gelben Münzen, beziehungsweise 8 roten Münzen wahrscheinlich dann als nächstes kommen. Also, erstes Geheimnis haben wir hier. Oh, wo ist das im Nebelloch, ist die Frage. Ah, an der Stelle, wo wahrscheinlich keine Tür ist, ja. Also, Secret Nummer 2 hier. Und wenn ich jetzt hier runterspringe, gibt es halt kein Zurück mehr. Oder ist dafür der Block da? Ja, kann auch sein, dass ich wieder hochkomme. Okay, hier ist kein Durchgang. Wie komme ich dann in den großen Raum? Weil der andere Durchgang ist ja auch weg. Oder kann ich den großen Raum nur über den Nebelsee betreten? Boah, das ist so kreativ irgendwie. In der Welt sind halt die ganzen Gänge teilweise zu. Also dieser große Raum ist halt eine riesen Herausforderung, da mal reinzukommen. Das Gefühl, das macht die 100 gelben Münzen und so nur stressiger. Also schauen wir mal, das müsste irgendwo hier demnächst kommen. Nee, das war jetzt die Stelle mit der Tür. Ist der Stern geschenkt, ist die Frage. Dann würde ich ihn vielleicht sogar direkt mal mitholen, weil ich habe bisher ja nicht viel gemacht. Unter der Plattform ist eine rote Münze. Ja, komm, dann nehmen wir den auch noch mit. Aha, Metal Cap ist hier oben. Wahrscheinlich für den Schalter dann. Ja, es kommen so ein bisschen die Challenges hier hinein in der Welt. Wir sehen uns gleich im Nebelsee mit den zwei Secrets. Das Feuer, das gibt es halt nicht so geil. Nee, ich komme doch damit auch nicht in den großen Raum, oder? Ist da oben eine Lücke? Nee, ich komme ja nicht rein. Hä? Dann komme ich nicht in den großen Raum rein. Dann habe ich aber keine Ahnung. Wie sonst. Generell ist hier sehr viel zugebaut. Oh, das ist doch da oben. Geht es irgendwie mit dem Dreisprung und dann Wandsprung? Ah, jetzt bin ich auf der anderen Seite, oder? Okay, hier ist jetzt dort, wo, denke ich mal, Secret Nummer 3 ist. Doch, hier ganz oben. Okay, passt. Kurz Angst gehabt. Aber nein, der Schaden war nicht gut. Doch, ich komme in den großen Raum. Okay, es ist nur ein bisschen mehr Labyrinth. Es waren halt ein paar Gänge zu. Oder? Nein? Warum ist hier jetzt genauso zu? Oh, jetzt bin ich stuck. What the hell? Ich bin hier jetzt trotzdem drin. Ich weiß nicht, ob ich hier drin sein soll oder nicht. Aber hier sind Münzen und diese Flygeist waren ja auch nicht davor da. Also es ist irgendwie schon gewollt. Trotzdem wurde irgendwie alles versucht, dass ich hier halt nicht reinkomme. Hier ist Secret Nummer 4. Frage ist, komme ich hier auch wieder raus? Oder muss ich raus? Ist hier irgendwo eine Karte? Ja, da unten. Sag mir mal, wo das nächste Secret ist. Ich check die Karte nicht so ganz. Irgendwo hier wahrscheinlich. Das blaue Schalter auf jeden Fall. Können wir mal anschauen, wo spawnt denn der? Da oben. Das müsste eigentlich machbar sein. Oh, da war er. Einfach da oben. Okay. Hey, aber der Stern spawnt da. Also ich muss jetzt irgendwie zurückkommen. Achso, ich kann ins Gift mehr rein, oder? Nebellabyrinth. Und ja, dann komme ich an den Stern ran. Doch, ein sehr interessanter Stern hier. Es ist so richtig rätselmäßig, man muss sich richtig gut mit dem Game auch auskennen, gefällt mir. Was hier? Einfach mal der Stern. Let's go! Oh, dann ist mal der Zeit, die erste Welt abzuschließen. Sollte mittlerweile möglich sein. Ich habe es bisher nicht gemacht, weil ich dachte, dass ich die Vanish Cap brauche. Mario Shoots the Sky, das war doch das mit den Ringen. Aber die Ringe gibt's hier nicht. Nee, ich sehe hier jetzt auch keine und auch als ich oben war an sich. Da gab es eine einzelne Münze. Ich glaube mal, es gibt keine Ringe, sondern nur diese einzelnen Münzen mit den, ja, Geheimnissen eben. Aber wofür brauche ich denn die Vanish Cap? Die hat doch dann gar keinen Sinn. Oder vielleicht kommt das ja noch später. Weil ich ja auch überlegt habe, dass vielleicht die Vanish Cap nur quasi dafür da ist. Da, genau diese Münze meine ich. Ich glaube, da tue ich mich trotzdem mal entlang schießen. Also, wenn ich halt für die Kettenhunde da ist, dass man da gechillter durchgehen kann. Zu dem Zeitpunkt, wo man halt die Vanish Cap bekommt, hat man hier eigentlich schon mehr als genug Sterne geholt. Verdammt. Warte, ich bekomme gerade eine Erinnerung. Ja, ich habe es gerade gesehen. Da war noch. Oh Gott, Kettenhund. Noch eine Münze hier über dem Gitter. Muss ich mich da auch hinschießen? Gibt es die Geheimnisse hier irgendwie ganz oft in der Luft? Ich treffe die nicht. Let's go. Okay, wir haben die Münze nicht bekommen, aber das Geheimnis. Let's go. Das zweite. Die Frage ist, wo befinden sich dann die anderen? Hat es irgendwie mit den Kanonen zu tun, dass bei jeder Kanone quasi irgendwo in der Luft ein Geheimnis rumschimmelt? Ey, das kann ich echt mal ein bisschen beobachten. Ja, tatsächlich. Da ist eine. Let's go. Das sollte, ach, nicht so ganz klappen. Alles eine verdammt geile und kreative Mission, dass man jetzt mit jeder Kanone sich quasi in so eine geheime Münze schießen muss. Let's go, das dritte Geheimnis damit. Am Berg waren, glaube ich, noch zwei weitere, ja, Münzen dann. Beziehungsweise halt Kanonen mit Münzen eben. Obwohl die hier, hat die mich auch irgendwo hingebracht? Nee, oder? Aber ich sehe jetzt hier tatsächlich keine Münze. Das müsste ich aber auf jeden Fall sehen.
Ich kann auch nicht vorstellen, dass die Kanone jetzt irgendwie ausfällt. Gehen wir da mal rein. Bei der sehe ich jetzt zum Beispiel auch wieder nichts. Das ist so weird. Also etwa alle Kanonen oder gar keine? Ja, da ist eine, aber die erwische ich von hier nicht. Das ist die falsche Kanone. Irgendwie sieht es aber eher nach der auf der Insel aus. Nee, nicht so ganz. Ja, dann ist es doch irgendwie die hier hinten. Aber da habe ich es doch gerade eben nicht gesehen. Doch, da ist die. Aber wie bekomme ich die? Neue Theorie. Ich ändere nichts an der Kanoneneinstellung und dann schieße mich einfach. Ja, das sieht sehr gut aus. Ich habe die Münze, also das Geheimnis, aber die Münze nicht. Mir fällt übrigens jetzt also auf, dass die Brücke hier in Kaizo fehlt. Auch sehr witzig. Oh mein Gott, Münze gefunden, ne? Ich habe so ganz leicht in meinem Augenwinkel mit einem Jump gerade gesehen. Ich brauche nur ein bisschen Leben. Hat das mit der Kanone tatsächlich zu tun? Hat die Kanone irgendwie zwei Münzen? Ja, da oben schimmelt sie einfach und wir haben sie jetzt endlich. Echt coole Mission aus der ersten Welt nochmal. Let's go, da ist die erste Welt zu 100% auch abgeschlossen. Da haben wir einige Möglichkeiten, die wir machen können. Ich will unbedingt mal die Geisterwelt jetzt anschauen. Da waren wir ja kurzzeitig mal drin, haben aber relativ schnell festgestellt, ohne Vanish Cap wird das nichts. Oh, die Vanish Cap befindet sich auch direkt hier. Dann heißt es mehr oder weniger jetzt nur durchspeeden nach meiner Theorie und durch den Hintereingang dieses Riesengebäude, diese Menschen betreten, ne? Geister lasse ich jetzt erstmal in Ruhe. Von mir aus hole ich dann gern noch erstmal einen anderen Stern. Unverwundbar bin ich auch. Die Welt tut bis mit Klavieren eskalieren. Geister kann ich ja auch wann anders machen. Hier zum Beispiel mal schauen, gibt es den Stern hier bei dem Balkon? Tatsächlich, ja. Dann hole ich den doch direkt mal. So, let's go. Haben wir den ersten Stern aus der Welt. Okay, Kukuhu gibt es da oben auch noch. Dann... ja, holen wir den jetzt nächstes Mal. Der Anfang ist halt ein bisschen träge, weil ich halt jedes Mal erstmal, um da reinzukommen ins Haus, halt diese Stelle machen muss. Ich sollte aber die Treppe unbedingt mal freischalten, ne? Problem ist, wer sagt denn das? Hallo? Ich denn auch keine Geister hier oben irgendwo befinden können? Aha, Box? Mehrere Boxen? Da ist kein Stern drin. Ne, Münzen. Ich weiß nicht, ich stelle mir hier die 100 gelben Münzen auch relativ entspannt vor in der Stage. Den ganzen Büchern auch. Manage Cap fehlt hier. Oh Gott, Augenmission. Ja, das wird nervig. Ja, ich sollte auch unbedingt mal die erste Mission schaffen, dass ich zumindest diese Treppe habe. Erstmal ist König Buhu dran. Okay, der Schattenstern ist auch hier oben. Der Stern ist noch relativ geschenkt und der blaue Schalter natürlich auch auf dem Dach. Warum auch nicht? Wo spawnt der? Wahrscheinlich ganz oben auf dem Dach, die Münzen. Nee. Keine Ahnung, ich hole mir auf jeden Fall mal den Stern hier ab und dann machen wir die Geisterjagd. Oh, ohne Damage geschafft, let's go. Ja, dann tue ich mal die Geister hier draußen erstmal erledigen und sind uns drin. Da kann ich sicher mal den blauen Schalter da überhaupt ganz oben braucht auf dem Dach. Es gibt ja so viele Münzen hier in dem Level. Ich soll es nicht bereuen, diese Aussage. Also meine Vermutung werden sich nicht alle Buhus hier unten irgendwie ansatzweise befinden. Ja, der hier fehlt natürlich auch, aber da kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht oben hier einfach schimmelt. Keine Ahnung. Die Brücke fehlt, geil. Hieronymo, okay, der Geist ist zumindest an der originalen Stelle. Der hier auch, bloß, dass da ein Klavier ist, aber es sind zwei Geister. Also beide down, sehr gut. Das Klavier ignoriere ich an der Stelle. Okay, der Geist ist aber woanders worden. Die Frage ist, wo? Irgendwo wird mir ein Bosskampf in die Fresse gleich hauen. Da bin ich gespannt. Ich will jetzt mal einen Keller auschecken tatsächlich. Im Karussell. Mal schauen. War das heißt Motto, dass die beiden Sterne irgendwie kombiniert wurden? Hello, ist hier ein großer Geist? Nee, sieht schlecht aus. Ich bin gerade komplett lost oder habe ich gerade alles abgesucht, aber finde den Bosskampf einfach nicht. Also ich höre hier einen Geist auf jeden Fall noch, wenn ich draußen bin. Findet sich ja dort zufälligerweise, wo die Blue Coins sind. Oh mein Gott, der ist hier oben. Ich habe noch keine Ahnung, wo die Blue Coins sind. Aber ich habe einen Bosskampf gefunden. Auf dem Dach. Das ist zumindest ein cooler Ort. Ey, da ist nochmal ein Blue-Schalter. Für was denn? Weißt du, die suche nach dem Stern weiter oder wie? Das ist ja vielleicht sogar im Original-Spot. Keine Ahnung. Okay, das Ganze fährt sich zumindest mal aus. Und hier ist auch der Stern. Let's go. Jetzt ehrlich, ich glaube, ich mache jetzt tatsächlich mal hier die 8 roten Münzen und die 100 gelben Münzen, weil ich glaube, die sind in der Mission mehr als nur entspannt. 8 Münzen kann schon interessant werden. Ich habe die ein oder anderen schon ziemlich weit in der Luft gesehen. In der Mission gibt es aber die Geister nicht, aber im Karussell wahrscheinlich.
Du lässt das natürlich kurz auschecken, ansonsten hole ich mir kurz den Karussellstern, geh doch mal in die erste Mission rein und mach's dann. Ich würde mal schauen, ob ich unten Geister habe. Auch wenn ich nicht unbedingt glaube, dass ich die sogar brauche, aber ich mach's jetzt einfach mal safe. Am Ende tun die Geister hier unten nämlich keine Blue Coins droppen und dann weine ich einfach nur. So, die Münzbox hier im Wasser natürlich auch mitnehmen. Sind hier jetzt endlich Geister? Ja, die haben sogar Blue Coins. Entspannter geht's ja wohl nicht. Ah, hier war doch eine Red Coin in der Mitte. Ja, das heißt, ich musste sogar nach unten gehen. Da sind, glaube ich, auch um einiges mehr Geister als in der ersten Mission, also passt das. Ja, easy, sag ich ja. Also, ich hätte vielleicht machen sollen, dass die Geister nur eine Münze droppen. Ich meine, die gibt's ja im Spiel, im Schlossgarten, aber ist die Entscheidung des Entwicklers. Ja, wo sich halt alle Red Coins befinden, weiß ich jetzt nicht. Oh, die Bücher habe ich nicht mitgenommen. Ja, sollte trotzdem noch ein kein Problem sein. Da war jetzt Nummer 4. Nummer 5 war ja an seinem ursprünglichen Ort. Ich bin nochmal runtergefallen. Ich will jetzt mal probieren, mit der Vanish Cap hier beim Auge reinzugehen. Hat nicht geklappt, schade. Hat halt sich gerade ganz gut angeboten, ne? Oh mein Gott, die Blue Coins spawnen hier einfach drin, ganz normal. Ja, dann sind die entspannt, wenn man das weiß zumindest. Let's go, 10 Münzen fehlen noch. Wo war jetzt diese Münze, also rote, wo in der Luft war? War es einfach auf der Rückseite? Will ich A mal wissen, wie ich da rankommen soll und B, wie sich das Spiel vorgestellt hat? Einfach eine Rampe benutzen oder wie? Ah, die befindet sich hier. Okay, verstehe. Da ist hier ein Crazy Jump. Ich sehe nichts. Ich hab sie auch nicht. Oh, ich hab sie. Let's go. Und hier sollte genug Cash sein für den 100 Münzstern. Den haben wir damit schon mal, ja, kann man ganz gut sagen, abgesaved. Ah, auf der anderen Seite befindet sich auch die Red Coin. Genau, habe ich schon gedacht. Eben genau so ein Jump wieder. Ich habe sie first try. Let's go. Wichtig. Oh, die Frage ist, wo ist die letzte jetzt? Ich habe die noch gar nicht gesehen. Ich komme den Raum ja auch übersehen. Da hast du ja einige Münzen, die ganzen Münzboxen. Die habe ich nicht mal genommen. Okay, die Mission war wirklich 100 gelbe Münzen easy. Okay. Ja, ich wusste es doch, dass hier die letzte Red Coin sein wird. Hilfe, wir viel Leben. Es habe überall nachgeschaut. Es konnte nur noch in diesem Raum sein. Den habe ich nicht abgecheckt mit dem Auge. Es war mit der einen Vanish Cap da unten, zu diesen Stern holen muss. Und jetzt haben wir eigentlich schon fast alles gemacht in der Welt. Ich muss nur die Sterne jetzt quasi nochmal holen. Das Auge ist die größte Schwierigkeit, da halt hinzukommen. Und ja, das war's. Sehr knapp bemessen. Ich habe es wirklich im letzten Augenblick noch geschafft. Und das Spukhaus-Teil haben wir auch schon so gut wie abgeschlossen gehabt. Ja, welcher Hack oder welche Challenge. Die Geisterwelt war immer entspannt. Aber jetzt noch den richtigen großen Buhu hier zu fassen bekommen. Der versteckt sich irgendwie relativ oft. Ich krieg gerade gar nicht zu fassen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eher meine eigene Unfähigkeit. Ist der Sinn? Der Stern ist eigentlich zu 100% Vanilla. Hätte man auf jeden Fall ein bisschen mehr Feuer platzieren können. Dann sehen wir uns jetzt beim Auge wieder, wenn ich es da endlich mal reinschaffen tue. Let's go. Diesmal ist richtig gut geklappt. Einfach an dieser Treppe so einen Dreisprung machen. Dann geht das voll fit. Das Auge ist so gar kein Problem, haben wir down. Damit auch die Geisterwelt zu 100% abgeschlossen. Dann wollen wir uns endlich mal hier das Wasserlevel anschauen. Brauchten wir, glaube ich, die Metal Cap, um es zu betreten. Jupp, das nehme ich Patronatus. Jetzt sollte ich da nicht reingehen. Dann schauen wir mal, wie das Welt insgesamt umgebaut wurde. Das sind viele Tornados auf jeden Fall nochmal. Die Höhle kann ich nicht so ganz betreten. Die Steine sind, glaube ich, auch neu. Ja, holen wir mal den Aal raus. Das hat sehr gut geklappt. Und mal schauen, ob sich was im Schiff geändert hat. Ich hoffe es jetzt nicht. Ja, Kisten sind auf jeden Fall noch da. Gleiche Kombination. Nö, da hat tatsächlich nichts abgeändert. Komisch, das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ob es so geil ist, die Kisten woanders zu platzieren, weiß man nicht. Dann ist der Stern auf jeden Fall relativ vanilla und kann mal eben abgeholt werden. Ne? Let's go, unser 45. Stern.